Ah, jetzt geht's mit dem Geld auch richtig schnell nach oben. Alle sind nur noch fröhlich. Du bekommst noch Lackwaren, 8 Stück. Speichern. Sivan Mu ist auch in der Stadt. Ich denke, du segnest diese Gebäude hier. Geschwindigkeit runterstellen. Sehr eigenartig, aber ist okay. Das Ding wird weiter ausgehoben. Da kommt die Terrakotta-Armee hin. Ja, eigentlich warten wir nur darauf, dass das hier alles fertig gebaut wird. Der Rest ist schon fertig. Wir haben so gut vorgearbeitet. Begeistert, fröhlich, zufrieden, zufrieden. Hin und wieder mal einen Blick riskieren. Frohes neues Jahr. Fröhlich. Dann bekommst du jetzt 8-mal Seide. So, die 150.000 haben wir gleich. Geschafft. Gut, alle sind noch zufrieden und fröhlich. Guangxiang braucht Waffen, jetzt losschicken. Guangxiang schätzt sie mehr. Ja, theoretisch lieben die mich alle, weil wir wirklich alles getan haben, um die Leute zufriedenzustellen. Selbst Linzi ist jetzt wieder angetan, die wir ja erst noch runterhauen haben lassen. Wie auch immer. Wu ist zufrieden. Die hier haben eine ganz, ganz hohe Militärstärke. Das heißt, angreifbar ist das Nomadenlager nicht. Und sollten sie uns angreifen, werden wir richtig große Schwierigkeiten bekommen. Also speichern. Bauen jetzt, wenn wir noch ein paar Arbeitslose haben, haben wir noch ein weiteres vor. Sicher ist sicher. Ich habe keinen Bock, überrannt zu werden. Weitere Reiter sind unterwegs. So, und der Verkauf von Waffen wird wieder eingestellt. Wir brauchen keine Kohle mehr. Kriegen auch durch die restlichen Waren genug. Nee, abbrechen. Datei spielt speichern. Jetzt machen wir es unter erstmal LP05. Und dann LP04, weil ich nicht weiß, wann die anderen angreifen. Aber offensichtlich wollen sie auch keinen Krieg mit uns. Da bin ich recht dankbar. Das könnte also funktionieren. Aber Linzi hat auch aufgestockt. Die sind auch sehr, sehr hoch. Ich habe ja echt gedacht, okay, Linzi wird uns nachher noch angreifen, aber das wäre nicht gut. Deswegen ist es gut, dass wir unsere Aufgabe erfüllt haben. So konnte uns nichts passieren. Ja, wir haben auch eine perfekte Ausgangssituation geschaffen. Wollen wir mal ehrlich sein. Schuhzahl, Tribut. Du bist nur noch zufrieden. Du wirst jetzt nochmal Seide kriegen. Dürre. Oh nein. Die Felder gedeihen nicht ganz so, wie sie sollen. Aber scheint trotzdem einigermaßen gut zu sein. Ausländischer Abgesandter trifft ein. Holz haben wir bekommen, sehr schön. Ich glaube, die Dürre ist nicht ganz so schlimm. Aber das kommt jetzt nicht durch euch. Ihr seid alle soweit zufrieden. 8-mal Seide. Du bekommst Lack, 16. Großes neues Jahr. Schuhzahl, Tribut. Du bist noch fröhlich, bekommst 8-mal Geschirr. Den anderen geht es gut. Viele sind erfreut. Einer ist noch zufrieden. Oder zwei. Das wird alles wieder voll gemacht. Das hier oben liegt erstmal still. Solange bis das hier fertig ist.
und ich denke mal, das Nomadenlager hat sich auch nur aufgerüstet, weil die ja wissen, dass sie an der Mauer, die wir errichtet haben, gar nicht vorbeikommen. So, zufrieden. Dann bekommst du jetzt nochmal Luck. 16. Bist leider nur erfreut. Bekommst Lackwaren. Wir feiern. Du bist noch begeistert. Ihr seid noch zufrieden. Geld ist genug da. Könnt ihr mal sehen, wir haben so viele Leute, die in dem Arbeiterlager arbeiten. Und trotzdem kommen die nicht hinterher. Anji kauft mehr geschnitzte Jade. Das ist schön. Bringt mir nur überhaupt nichts, weil wir gar nicht so viel Jade importieren. Ihr seid alle noch erfreut und zufrieden. Dann bekommst du jetzt nochmal Seide. Wir speichern auch nochmal unter LP04. Die anderen greifen uns nicht an. Wir sind eine sehr, sehr große Übermacht. Frohes neues Jahr. Schuhzahl Tribut. Immer noch begeistert und zufriedene Leute. Erfreut, du bekommst Seide. Die können schon mal oben alles weiter abtragen, während hier alles weitergebaut wird. Wir müssen nur regelmäßig einen Blick auf die Götter werfen, ansonsten ist alles gut. Ach Gott, was nun noch? Frohes neues Jahr, Schuhzahl Tribut. Und du bekommst Seide. Kann es sein, dass wir eigentlich gar nichts zu tun haben? Huangxiang braucht Waffen, bitteschön. Huangxiang liebt uns. Sie fühlt sich so langsam vernachlässigt, dann bekommt sie jetzt erstmal Seide. Nö, die bekommst du weiterhin. Genau, du bleibst begeistert. Und dann bekommt sie ihr Zeug. Keramiken, 8 Stück. Ist damit wieder zufrieden. Frohes neues Jahr. Schuhzahl Tribut. Jetzt bist du vernachlässigt. Du bekommst Waffen. 8 Stück. Und damit sind alle wieder begeistert, zufrieden und erfreut. Speichern. Lindsay braucht Seide, bitteschön. Und du bekommst Lackwaren, 8 Stück. Lindsay schenkt Holz. Das ist aber nett von Lindsay. Dürre! Oh nein! Aber das scheint nicht ganz so schlimm zu sein. Wir haben trotzdem noch genügend Waren. Frohes neues Jahr, wir feiern. Wir können Verteidigungsbonus bekommen, besondere Geschenke, verringerte Baukosten, dann nehmen wir das mal. Blühende Bäume und Weizenfelder sind im Jahr ihres Tierkreiszeichens so niedrig wie noch nie. Lackbäume, Maulbeerbäume, Katapultforce, Holzsammelstellen, schön. Schuhzahl Tribut. Ach Gott, ihr lagert ja schon alles ein hier. 6 Stapel Holz, 20 Tonplatten, Zimmerleute und Keramiker sind dabei, die Terrakotta-Armee mit einzulagern. Oha! Ja gut, dass wir sogar ein Lagerhaus mit Ton extra vorbereitet haben, für den Fall, dass wir das noch brauchen. Für solche Gebäude. Da hast du noch 8 Mal Seide. Speichern, wir sind schon sehr weit. Und 2 Aufgaben sind schon erfüllt. Wir warten nur noch auf die beiden Gebäude. Das wird sehr hoch, da müssen wir noch lange warten, aber hier kommen sie schon gut voran. Es fehlt nur noch Ton. Und die ganzen Leute, die das fertig zimmern. Vorne sind die Streitwagen. Frohes neues Jahr. Schuhzahl Tribut.
Hinten steht dann die ganz normale Infanterie. Bin gespannt, was noch alles kommt. Zufrieden ist nicht begeistert. Hier hast du noch Lackwaren. Wir sind schon bei 200.000. Xiwan Mu ist da. Juhu. Ich hoffe, dass wir damit weniger Zeug brauchen. Du bist schon wieder vernachlässigt. Dann hier 8 Waffen, bitteschön. So ist alles okay. Du möchtest jetzt wieder mehr haben. Da hast du. Frohes neues Jahr. Schuhzahl Tribut. Es fehlen noch 53 Keramiker. Okay, wartet. Optionen, Geschwindigkeit runterstellen. Keramiker-Gilde. Wir haben noch genügend Arbeitskräfte, ist kein Problem. Speichern unter LP04. Geschwindigkeit hochstellen. Alle sind noch glücklich. Na, das geht doch ab. Okay, und da ist der Kaiser dann mit seinem Streitwagen. 84 Stapel Holz fehlen. Na, ich bin ja gespannt. Und hier fehlt auch ganz viel Holz. Wobei, das Holz ist ja schon da. Und hier machen sie alles zu. Frohes neues Jahr, wir speichern. Unter LP04. Du bekommst wieder dein Zeug, das heißt wieder Seide. Ja, was ist als erstes fertig? Die Pyramide? Oder die Terrakotta-Armee? Beides braucht sehr, sehr lange, um gebaut zu werden. Und die Nomaden lassen uns in Ruhe. Es wird wahrscheinlich nur eine Pyramide hier. Stapel Holz noch. Frohes neues Jahr. Schuhzahl Tribut. Du bekommst wieder was Schönes. Lackwaren 8 Stück. Xiwan Mu ist wieder da. Dann ist Shennong an der Reihe. Er bekommt 8x Keramiken. Okay, und damit sind erstmal alle wieder zufrieden. Jo, sehr gut. Oh, sie ist schon wieder nur noch erfreut. Speichern und abwarten. Hier sind Zimmerleute notwendig. Ausländischer Abgesandter trifft ein. Huangxiang schenkt Holz. Dankeschön, das kann ich gut gebrauchen. Arbeiterlager, Zimmermannsgilde. Wir haben mehr Holz da als Zimmerleute. Aber jetzt bauen wenigstens ein paar mehr alles fertig. So ist gut. Schuhzahl, Tribut. Du bist nur noch fröhlich, bekommst jetzt wieder Seide. Speichern. Holz kommt. Ach. Tja, also ich weiß nicht, was ich euch noch großartig erzählen soll. Ihr seht ja selber, was hier abgeht. Wir warten ja nur. Wir warten von einem Monat zum nächsten. Feiern Neujahr, schenken unseren Göttern und Ahnen immer wieder etwas, damit sie zufrieden sind. Es läuft gut. Du bekommst jetzt auch nochmal Waffen. 8
Stück? Nein. Waffen. 16 Stück. Das wird hoffentlich für eine ganze Weile vorreichen. 32 Stapel Holz und 144 Zimmerleute fehlen noch. Also ist Holz im Moment die Ressource, die am meisten gebraucht wird. Du bist nur noch zufrieden, bekommst wieder Seide. Was für eine langweilige Mission. Speichern. Bin gespannt, ob die hier jetzt auch noch irgendwas oben raufbauen. Ich hoffe ja nicht. Aber ich rechne leider damit. Du bekommst Lackwaren, 8 Stück. Alle sind sie noch zufrieden. Wir speichern wieder. Gut, es fehlen hier nur noch die Zimmerleute. Frohes neues Jahr, wir feiern. Okay, und jetzt muss die Erde wieder rauf. Okay, Holz wird wieder abgeladen. Die machen tatsächlich wieder eine Pyramide draus. So wie wir schon kannten bisher. Aber die Erde, diese oben... Ach nee, muss ja beides rauf. Benötigte Mitarbeiter, was? Geschwindigkeit erstmal runterdrehen. Was ist hier passiert? Ihr seid alle noch groß. Ah, okay, eine Seuche ist ausgebrochen. Ja gut, kann ich nichts gegen machen. Ihr habt Akupunkteure, ihr habt Kräuterläden. Ihr habt genügend Essen. Es ist alles okay. Wenn sowas dann passiert, dann ist das halt so. So, speichern. Dann suchen wir uns unsere Religion wieder raus. Du fühlst dich schon wieder vernachlässigt, dann bekommst du jetzt erstmal 8-mal Seide. Und du bekommst... 8 Lackwaren. Frohes neues Jahr. Tribut. 8-mal Seide. Was ist als erstes fertig? Der Tumulus? Oder die Terrakotta-Armee? Alle sind begeistert und zufrieden. Frohes neues Jahr. Zufrieden ist nicht gut genug. Hier ist 8-mal Seide. Gut. Großer Tumulus fertiggestellt. Das Ding ist fertig. Speichern schon mal. Denn nur noch dieses Teil hier fehlt. Begeistert. Warum bist du begeistert? Oh, freut mich. Wahrscheinlich, weil wir die Krankheit in die Flucht geschlagen haben und er ist ja der Arzt. Schlechthin. Schuhzahltribut. So, noch einmal speichern. Achso, das war's schon. Unterirdische Grabgewölbe. Die tapfere Armee aus Terrakotta-Soldaten, die sich in diesem massiven unterirdischen Gewölbe befindet, bleibt immer wachsam. Sie ist stets bereit, unseren Kaiser in seinem Leben nach dem Tod zu verteidigen. Der Ruhm von Xiangyang, der Hauptstadt des mächtigen Qin-Reiches, ist sogar noch größer als der große Tumulus, der sich jetzt vor ihr erhebt. Es ist eigenartig, dass unser Kaiser den Weitblick hatte,
dieses Projekt gerade zu diesem Zeitpunkt zu beginnen, denn jetzt sind seltsame Gerüchte im Umlauf. Während seiner laufenden Expedition auf der Suche nach dem Trank des ewigen Lebens hatte er es vorgezogen, allein zu bleiben und lediglich Li Si, seinem engsten Berater, Audienz gewährt. Und seltsamerweise fährt der kaiserlichen Kutsche jetzt stets ein Karren mit streng riechendem gesalzenen Fisch voraus, der einen unangenehmen Geruch überdeckt, der angeblich aus seiner Kutsche dringt. Okay. Das bedeutet, der Kaiser ist tot und wird andauernd tot durch die Kutsche gefahren, weil die Leute verschleiern wollen, dass es ihn nicht mehr gibt. Meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wahrscheinlich mit der nächsten Stadt, denn nun, da der Kaiser tot ist, werden alle anderen aufmucken und werden versuchen, diese Stadt hier zu erobern und wir müssen wahrscheinlich wieder ein neues Gebiet erschließen. Wir gehen schon mal in die nächste Mission, oder? Nö, gehen wir doch nicht. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Nun, da wollte ich gerade abschalten und mit einem Mal sowas. Ich muss das, was ich jetzt gerade aufnehme, noch hinten ranschneiden, denn ich hätte nicht gedacht, dass es schon vorbei ist, aber tatsächlich, die Kampagne ist geschafft. Nicht umsonst ist der Kaiser verstorben. Das Allerschlimmste ist eingetroffen. Die furchtbaren Gerüchte über den Tod von Xiuangdi, dem ersten Kaiser, erwiesen sich als wahr. Sein Körper ruht zwar sicher unter dem großen Tumulus, doch der kaiserliche Hof wird von verderblicher Intrige beherrscht und die aufrührerischen Mengen in den Straßen werden täglich stärker. Es scheint, als hätte das Volk genug von den schweren Lasten und den scharfen Einschränkungen, die ihm vom Qin-Imperium im Namen des Fortschritts auferlegt worden sind. Jetzt heißt es sogar, dass Rebellenarmeen auf die Hauptstadt vorrücken. Mögen uns die Götter beistehen. Okay, das bedeutet also, dass die nächste Kampagne umso kriegerischer wird. Wir sind durch, dürfen uns also mit der nächsten Kampagne, nämlich der Han-Dynastie, auseinandersetzen. Im Prinzip nur noch drei Dynastien, dann sind wir soweit mit allen durch. Zurück zum Kampagnenmenü, dann gibt es noch eigene Kampagne, Emperor Jin Wudi. For almost 50 years, three kingdoms fought to control the remnants of the Han Empire. Okay, es scheint auch um die Han-Dynastie zu gehen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall gucken wir uns das Han-Beispiel an beim nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich.